Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Thema heute, was können wir Mamas tun, wenn die Kinder Schulprobleme haben? Schulprobleme sind natürlich ein aktuelles Thema, weil die Diskrepanz zwischen den Kindern der Generation von heute und dem Schulsystem 150 Jahre auseinander liegen. Das heißt, die Kinder gehen in die Schule und werden nach einem System unterrichtet, was schon 150 Jahre alt ist, das heißt älter als der Zweite und Erste Weltkrieg. Und damals war die Gesellschaft natürlich ganz anders strukturiert und hatte ganz andere Bedürfnisse an die Schülerausbildung, als das heute der Fall ist. Heute leben wir zu Beginn der digitalen Revolution 4.0. Die Voraussetzungen für die Berufstätigkeit unserer Kinder wird sich ganz, ganz kolossal verändern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und da ist es überhaupt gar nicht mehr angepasst, nach so einem alten Schulsystem zu unterrichten. Das wissen die Lehrer, das wissen die Politiker, das wissen aber auch unsere Kinder, weil sie müssen tagtäglich von morgens bis abends lernen, viel Hausaufgaben machen, müssen Sachen lernen, die sie innerhalb von 5 Minuten gegoogelt haben und erkennen dadurch natürlich, dass es eigentlich sinnlos ist, das alles zusätzlich noch auswendig lernen zu müssen. So als Beispiel mal. Schulprobleme ergeben sich also daraus, dass die Kinder rebellieren, zur Schule zu gehen, dass sie die Schule teilweise verweigern. Das ist aber so das Ende der ganzen Kaskade, die da folgt. Beginnen tut es im ersten Schuljahr bereits, wo dann die Kinder aus ihrer Individualität herausgehoben werden. Sie werden alle vereinheitlicht, gleich gemacht. Die Individualität wird nicht mehr berücksichtigt. Ihr könnt euch das vorstellen, wie als wenn man eine Klasse hat, in der ein Affe sitzt und ein Hund und eine Katze und ein Fisch und ein Gepard und eine Schildkröte und die ganzen einzelnen Individuen. Und die müssen aber alle dasselbe lernen und müssen das alles in derselben Zeit lernen und müssen alle dieselben Klassenarbeiten schreiben. Und das ist kein Wunder bei diesen unterschiedlichen Voraussetzungen, die von Natur aus mitgegeben sind, dass die Kinder bzw. die Tiere in dieser Metapher auch unterschiedlich in diesen Arbeiten abschneiden. Der Affe bekommt natürlich selbstverständlich ein sehr gut und Hurra dafür, dass er den Baum so schnell erklimmen konnte. Im Gegensatz dazu sitzt die Schildkröte dann unten auf dem Boden. Der Fisch kommt gar nicht aus dem Wasser raus. Hund und Katze bekriegen sich und die Katze kommt dann ein Stückchen den Baum rauf, wo der Hund überhaupt nicht hinterher kann. Und das sind dann alles die, die dann in diesen Klassenarbeiten die 2, 3, 4, 5 und natürlich auch die 6 schreiben. Wie fühlen die Kinder sich, wenn sie nach Hause kommen mit ihren Noten? Ganz einfach, die Kinder mit diesen Einsen, die fühlen sich erstmal gut, werden aber im Laufe der Zeit von den Mitschülern als Streber abgekanzelt. Die es eben halt nicht geschafft haben und ihre 4, 5 und 6 nach Hause bringen, die kriegen zu Hause Ärger und werden in den Schulklassen als Loser und als Mobbingopfer auf Dauer angeprangert. Das ist also nicht in Ordnung. Das System fordert immer mehr Leistung, immer mehr Leistung, immer mehr Leistung. Das führt dazu, dass immer mehr Kinder mit Kopfschmerzen nach Hause kommen, über die Jahre gesehen mit Rückenschmerzen nach Hause kommen. Habt ihr schon mal einen vollen Schulturnister, den vollen Schulturnister eurer Kinder mal hochgehoben? Wie viele Kilos die auf ihren kleinen Rücken tragen müssen, das ist unglaublich. Und ich frage mich, ob das wirklich immer so nötig ist. Naja, auf jeden Fall, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen führen dann letztendlich im Laufe der Jahre dazu, dass Burnout dazukommt. Bei anderen Kindern ist es der Burnout, der dazukommt, also die Langeweile. Das stimmt vorne und hinten nicht. Und die Frage ist, weil das natürlich dementsprechend Stress in die Familien bringt, Stress vor allen Dingen auch den Mamern bringt, die ja sowieso schon so viel Stress in ihrem Leben haben, was können wir da tun? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Zum einen sollte man sich hinsetzen und sollte mal Gespräche mit den Kindern führen. Man sollte sie fragen, was können wir als Eltern tun? Was fehlt dir in der Schule? Was fehlt dir mit der Schule? Wo sind deine Lieblingsfächer? Warum hast du diese Lieblingsfächer? Hast du diese Lieblingsfächer, weil es das Unterrichtsfach an sich dir so gut gefällt, das, was du da lernst? Oder ist es dein Lieblingsfach, weil es da auch deine Lieblingslehrerin bzw. deinen Lieblingslehrer gibt? Wenn es der Lehrer sein sollte, die Lehrerin sein sollte, dann sollte man die Kinder fragen, was an dem Unterricht so interessant ist, was andere Lehrer, Lehrerinnen nicht machen. Wenn es das Fach ist, was gefällt, dann kann man davon ausgehen, dass da eine Stärke des Kindes hinter sitzt. Mit all dem Wissen, was in der Schule so los ist, könnte man eine WhatsApp-Gruppe für die Klasse gründen und mit der Kommunikation mit den anderen Müttern könnte man herausfinden, ob es übergreifende Probleme gibt, die alle Schüler und Schülerinnen betreffen. Denn dann könnte man wieder eine klare, grundsätzliche Lösungsmöglichkeit erarbeiten. Diese erarbeitete Lösung, mit der im Gepäck, könnten dann die Eltern des Elternrats an die Lehrer herantreten, an vielleicht sogar, je nachdem, um was es sich handelt, an die Schulleitung herantreten. Aber bitte, bitte, bitte mit einer Lösung im Gepäck, mit Vorschlägen im Gepäck und auf gar keinen Fall auf Angriff gepolt und Vorwürfe und so weiter, die sollten zu Hause gelassen werden. Denn letztendlich sitzen Schulleitung und auch die Lehrer und Lehrerinnen im gleichen Boot wie die Kinder. Sie haben dieses Schulsystem zu vertreten. Es wird ihnen vorgeschrieben. Und das muss man alles berücksichtigen. Und so könnte man natürlich Wege beschreiten, um den Kindern letztendlich doch ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Da könnten zum Beispiel die Hausaufgabenregelungen geändert werden. Dass wenn die Kinder nachmittags Schule haben, dass wenn sie dann aus der Schule kommen, dass keine Hausaufgaben mehr gemacht werden müssen. Dass die Hausaufgabenzeit beschränkt wird auf ein Höchstmaß. Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, soweit ich weiß. Dann könnte man gucken, ob Unterricht wirklich informativer und spannender gestaltet wird, dass die Lehrer in bestimmten Richtungen, Zielsetzungen nicht so streng sind, wie sie eigentlich sein müssten. Auch da gibt es Regelungen. Es gibt mit Sicherheit in vielen Sachen Regelungen, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Nach diesem Motto, wenn denn dann die Klassengemeinschaft, die Eltern in dieser Klassen geschlossen hinter diesen Lösungsvorschlägen stehen, dann muss die Schule reagieren, weil weil die Eltern die Möglichkeit haben, geschlossen dann sagen zu können, okay, wenn ihr unseren Kindern nicht entgegenkommt, dann wechseln unsere Kinder eben halt in eine andere Schule. Und auch das möchte kein Schulleiter verantworten, dass jede Menge Schulabmeldungen kommen, weil dann wird die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht und dann kommt die Presse und dann geht diese Eskapade weiter. Und das will natürlich kein Schulleiter. Wenn alle Beteiligten da wirklich aktiv an einer Lösungsmöglichkeit mitarbeiten, auch Schulleitung und Lehrer und Lehrerinnen, dann gibt es Möglichkeiten, den Kindern das so angenehm, wie es eben geht, wie es wirklich eben geht, zu gestalten, diese Jahre der Schule. Ganz wichtig ist auch, dass die Mamas und die Papas sich mal hinsetzen und mal überlegen, was bitteschön ist denn so wichtig an den Noten in dieser heutigen Zeit? Wir erleben zu Beginn der industriellen Revolution 4.0. Es wird sich ganz, ganz, ganz viel verändern. Und von daher sollte man Noten auch in diesem Zusammenhang betrachten. Weil
viele Berufe, viele Berufsausbildungen wird es in einigen Jahren nicht mehr geben. Das Schulsystem wird sich irgendwann darauf einstellen. Die wirtschaftliche Situation, die Wirtschaftsunternehmen fangen auch schon an umzustellen. Für die zählen nicht automatisch nur noch die Einsen und das ist dann wirklich das Nonplusultra. Nein, die fangen an zu hinterfragen, was, liebe Schüler, macht ihr denn in eurer Freizeit? Weil die nämlich ganz andere neue Werte abchecken, die nicht in der Schule gelehrt werden. Eine Eins oder ganz viele Einsen und Zweien im Zeugnis besagt nichts über die Fähigkeit der Selbstorganisation, über die Fähigkeit der Selbstwirksamkeit, über Authentizität und Kreativität und. Eine Eins oder eine Zwei, die Noten allgemein, sagen nur aus, inwiefern die Kinder fähig sind, auswendig gelernt zu haben. Und auswendig lernen ist das letzte der Dinge, die überhaupt heute noch sein müssen, weil es eben halt die digitale Technik gibt. Es wird gegoogelt, Punkt. Da braucht gar nichts mehr auswendig gelernt zu werden. Und eine gute Arbeit, ein gutes Sachverständnis wird in den Noten auch nicht klar. Inwiefern die Kinder fähig sind, das nachvollziehen zu können. Und deshalb gehen die Personalgespräche mittlerweile in die Richtung, dass man wirklich nach Freizeitaktivitäten fragt, was habt ihr eigentlich gemacht nebenbei, außer dass ihr in die Schule gegangen seid? Wo liegen eure Fähigkeiten? Wo liegen eure Qualifikationen? Wo können wir euch in unserem Unternehmen gebrauchen und einsetzen? Wie lösungsorientiert seid ihr? Alles Fähigkeiten, die die Kinder in der Zukunft haben müssen, beruflich wie auch privat, die nicht in der Schule gelehrt werden. Das ist Aufgabe des Familienzusammenseins, das zu lehren. Das ist Aufgabe der Eltern, das zu lehren. Aber die Eltern, wie sollen sie es machen, haben es ja auch nicht gelernt. Auch die müssen dann diese Persönlichkeitsentwicklung betreiben, um sich persönlich neu entfalten zu können, damit sie ein gutes Vorbild und Lehrer, Coaches für ihre Kinder sein können. Das ist eine Spirale, die ist ziemlich umfangreich und da werden bestimmt noch viele Videos von kommen, weil das ist so ein bisschen mein Steckenpferd neben der Gesundheit. Und ich hoffe, dass ich euch so ein paar Anregungen geben konnte, was ihr eben halt machen könnt, um euch zusammenzuschließen, euch Eltern in den Klassen, um den einzelnen Kindern, euren Kindern ein bisschen unter die Arme zu greifen, hilfreich zu sein und auch den Kindern der gesamten Klasse, in denen eure Kinder dann verweilen. Denn überlegt mal, wie viel Zeit die Kleinen in ihrem Leben in der Schule verbringen. Das ist enorm, das ist teilweise mehr als wir Erwachsenen in der Arbeit sind. Wenn wir von einem 8-Stunden-Tag ausgehen, dann kann man bei den Kindern noch ein paar Stunden dazu rechnen, denn die müssen ja auch noch Hausaufgaben machen, sich vorbereiten für die nächsten Klassenarbeiten, Referate schreiben, Gedichte auswendig lernen und. So, jetzt aber genug für heute. Dann sage ich mal bis zum nächsten Video und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Alle möglichen Anregungen, bitte, die ihr zu diesem Thema auch noch habt, als Anregung für die anderen Mamas, bitte in die Kommentare schreiben. Und ich werde zu diesem Thema auch noch Artikel schreiben in meinem Blog. Einer ist schon fast fertig und ich weiß nicht, wann das Video jetzt online geht. Es kann sein, dass der Artikel bis dahin auch schon online ist. Alles Liebe für euch heute noch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!